Wie haben Sie so die letzten Wochen so verkraftet? Ja, es war eine in gewisser Weise Ausnahmesituation, aber ich bin eigentlich dankbar für die Situation, wie sie es sich entwickelt hat. Also ich denke, das war überfällig, dass diese Asyldiskussion im Land ins Rollen gekommen ist. Und können Sie mir noch sagen, wie jetzt Ihr Zustand ist? Also bei mir steht eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Bremen an. Es kann sein, dass das nächste Woche schon zu einem Beschluss kommt. Und ich habe nächste Woche auch ein Gespräch mit dem Bundesinnenministerium. Das ist dieses versprochene Gespräch von Horst Seehofer, von einem hochrangigen Vertreter seines Ministeriums. Und ich lasse mich überraschen, welchen Ausgang dieses Gespräch nehmen wird. Hätten Sie sich vorstellen können, dass das so eine Wolte nimmt? Nein. Nein, sowas kann man überhaupt nicht einschätzen. Also das ist unglaublich eigentlich. Da ist sehr viel zusammengekommen, aber ich denke, der Ausgang war die Bremer Asylaffäre, ja. Denken Sie, dass die Asylpolitik sich nochmal neu orientieren muss, dass wir ganz neu denken müssen? Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann. Und ich denke, dass jetzt die Zeit reif ist für Veränderungen. Jetzt werfen ja Kritiker auch der CSU vor, dass sie so einen Wahlkampf daraus machen würden aus der Flüchtlingspolitik. Sie selbst werden auch in den Wahlkampf gehen. Teilen Sie die Meinung? Also ich persönlich werde mich zur Flüchtlingsthematik nicht äußern. Ich bin im Übrigen auch schon vorher Kandidatin gewesen für den Landtag. Da war noch gar nicht vom BAMF gewollt, dass ich nach Bremen gehe. Also ich sehe mich da unpolitisch, aber ich sehe mich natürlich als Privatperson, Josefa Schmidt, schon als Landtagskandidatin. Und ich denke, das steht mir auch zu, Wahlkampf machen zu dürfen.